Herzlich willkommen zur ehemals letzten, jetzt vorletzten Vorlesung der Reihe Weltgedächtnis und Solidarität. Ich möchte Sie jetzt schon, bevor ich es vergesse, einladen zu nächster Woche, zu dann wirklich der letzten Vorlesung der Reihe. Und zwar zum Vortrag von Jayana Tunic, eine Vorlesung, die nachgeholt wurde aus Krankheitsgründen oder nachgeholt wird aus Krankheitsgründen. Und ihr Thema ist die Beziehung der blockfreien Staaten, insbesondere Jugoslawien, zu den zu afrikanischen Unabhängigkeitskämpfen. Also seien Sie recht herzlich dazu eingeladen. Ja, kommen wir zu dem heutigen Thema. Professor Olaf Zenker, Thema seines Vortrags Vergessen, Erinnern, Erweitern, Anton Wilhelm Amo an der Universität Halle. Ich begrüße Sie auch im Namen von Natascha Ückmann, sie ist heute aus Paderborn dazugeschalten. Bevor sie gleich Olaf Zenker vorstellt, sage ich ein paar einleitende Worte, damit man so ein bisschen reinkommt. Ich wollte eigentlich kurz erzählen, wie für uns, also Natascha und mich, als wir an der Bewerbung für dieses Eine Uni, ein Buch saßen, Anton Wilhelm Amo, diesen bekannten ersten Doktor und Professor einer deutschen Universität afrikanischer Herkunft, ein wichtiger Baustein dessen wurde, weswegen das Projekt, das ja Charlotte Wiedemanns Buch, Den Schmerz der Anderen begreifen und darin große geschichtliche Prozesse und das im globalen Ausmaßen als Ausgangspunkt hat, hier in dem kleinen Halle stattfinden sollte. Vor einem reichlichen Jahr war es für uns gewissermaßen noch herausfordernd, plausibel zu machen, weshalb der Ort und die Universität Halle wichtig sind. Immerhin konnten wir, was die koloniale Vergangenheit betraf, Initiativen wie Halle postkolonial benennen, deren Wahrnehmung und Wirkung indes recht begrenzt waren. Im Jahr 2024 muss man dafür kaum argumentieren, jedenfalls in Halle, sondern braucht einfach nur hinzuweisen. Das will ich kurz an diesen zwei Bildern oder den zwei Fällen machen. Das linke Straßenbild ist, man sieht es schon, mit einem deutlichen Vorschlag einer Umbenennung beklebt. Dieses Schild steht an der Nordwestecke unseres Campus und existiert schon ein paar Monate. Es zielt nicht auf die Straßennamen, das muss man auch sagen, die auch den Campus begrenzen, den hallischen Unternehmer Ludwig Wucherer auf dieser Seite und den hallischen Antifaschisten Kuckhoff auf der gegenüberliegenden Seite, sondern auf die Person Emil Abderhalden. Über diesen hatten vor über 10 Jahren die hallischen Bürgerinnen heftig gestritten, und zwar darüber, ob sich Halle und seine Bewohnerinnen dieser Person als Element ihres städtischen Selbstbildes vergegenwärtigen und dieses Erbe pflegen wollen. Ja, man entschied sich für Abderhalden, weil Wissenschaftler und Präsident der Leopoldina die Akademie der Wissenschaften. Abderhalden, der als Wissenschaftler zu Zeiten aber des Nationalsozialismus auch ideologisiertes Wissen schuf, das unter anderem auf den Zwillingsversuchen Mengeles fußten und nach Bedingungen unwerten Lebens forschte. Abderhalden, der in seiner Funktion als Präsident der Leopoldina den Ausschluss des Juden Albert Einstein vorantrieb. Also, vor 10 Jahren wog der Lokalstolz schwerer als die zu verantwortenden bzw. einkalkulierten Leiden der anderen. Der hier sichtbare und geklebte Vorschlag gegen Abderhalden und für Amo erscheint wie ein nachträglicher Kommentar, blieb aber bis auf Weiteres folgenlos. Auf dem rechten Bild sehen Sie einen Flyer für eine Petition, der aktuell in Halles Cafés ausliegt. Er hat auch mit der Frage zu tun, mit welchen Namen sich Halles Orte schmücken sollen und was also als vergegenständliche Identität den Hallenserinnen vor die Augen treten soll. Hier nun ist Amo praktischer, konkreter Vorschlag geworden.
Zitat: Eine würdige Ehrung Anton Wilhelm Amos? Fragt der Flyer und man denkt, hopp, was passiert? Maßstab des Erinnerns sei nun Amos Leben und Werk selbst? Man täuscht sich. Das Nein zur Umbenennung, für dass das der Flyer eindeutig wirbt, wird nämlich so begründet. Zitat: 11 Hausnummern gehen dem Universitätsring, liebevoll Uniring genannt, mitten im Herzen der altehrwürdigen Universitätsstadt verloren. Und damit ein großer Teil von Identität, die die Bürger der Stadthalle empfinden. Es wirkt einerseits absurd und auch ein bisschen lächerlich, weswegen nun eine kurze Schlippe einer Straße, die trotzdem mit ihrem Namen weiter existiert, so ein Verlust ist. Weswegen 11 Hausnummern für das Ganze stehen und es gefährden. Weswegen mit Mitten und Herzen doppelt gemoppelt, aber eben nur metaphorisch eine existenzielle Bedeutung evoziert werden soll. Und vor allem den Herrn Lenzerinnen auf einmal einfällt, jetzt bin ich ein bisschen polemisch, auf ihre rare Eigenschaft liebevoll zu verweisen. Andererseits sind all das Auskünfte darüber, wie sich diese Hallenserinnen der Petition zu Amo und ihm als Teil hallischer Stadtgeschichte stellen. Denn anscheinend sehen sie ihre Stadt und ihre Universität, liebevoll Uni genannt, in Abgrenzung zu Amo exklusiv. Anstatt auch ihn als Teil der gemeinsamen Geschichte zu begreifen, der er faktisch war, spielen sie die Universität gegen Amo aus, als ob Amo und Uni gegensätzlich sich ausschließende Positionen seien. So geben die gegenwärtigen Hallenserinnen kund, wie sie an dem Selbstbild einer Identität, Zitat, festhalten, die sich als Empfindung selbst legitimiert, die sich durch kontrafaktische Grundlage nicht verunsichern lässt und ohnehin nur sich als einziges Sorgeobjekt kennt. Das geht zulasten derer, deren Zusammenhang mit Halle geleugnet bzw. nicht hineingerechnet wird, einem nicht nahe gehen. Um beim Thema Afrika und Halle zu bleiben, haben sich diese Hallenserinnen je gefragt, wie es zu ihrem Stadtheiligen, den Moritz, kam, was da mitten in ihrem Herzen mit Moritzburg, Moritzburgring und Moritzkirche herumsteht, woher der Kakao ihrer Hallorenkugeln stammt, den sie jedem Gatz als typisch Halle vorlegen. Aus all diesen alten Gründen, aber auch aus den aktuellen, freuen wir uns, dass Sie, Herr Zenker, uns heute Auskunft geben über Anton Wilhelm Amo und den Umgang mit ihm. Soweit zur thematischen Einstimmung. Was zu Herrn Zenker zu sagen ist, macht jetzt Natascha und ich übergebe das Wort. Ja, auch ich möchte alle Anwesenden ganz herzlich begrüßen. Aufgrund des Bahnstreiks ist es mir nicht möglich, nach Halle zu kommen, weil ich nicht wieder zurückgekommen wäre. Ich hoffe, dass das jetzt auch so funktioniert. Ich habe die ganz große Freude, den Kollegen Professor Dr. Zenker vorzustellen. Und ein Blick auf seine wissenschaftliche Biografie zeigt sofort, er ist ein echter Grenzgänger. Er ist ein Meister zwischen den Disziplinen. Er hat nach seinem Masterabschluss in Sozialanthropologie und Sprach- und Literaturwissenschaft promoviert in Ethnologie am Max-Planck-Institut für Sozialanthropologie und an der Martin-Luther-Universität. Er wurde dann anschließend Postdoc in der Max-Planck-Fellow-Gruppe Recht, Organisation, Wissenschaft und Technik. Er wechselte 2009 als Assistenzprofessor an das Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern in die Schweiz und habilitierte sich dort 2015. Nach diversen Gastaufenthalten in Südafrika, Großbritannien, den USA hatte er dann teils Junior- oder auch Vertretungsprofessuren an der Universität zu Köln, der Freien Universität Berlin, der Universität Fribourg in der Schweiz inne, bevor er 2019 dann an die Martin-Luther-Universität fest berufen wurde. Mit dem Schwerpunkt auf dem südlichen Afrika, Nordirland und Deutschland, eine wirklich wahnsinnige Mischung, wie ich finde, vom Süden zum Norden, dazwischen irgendwo dann Deutschland,
Beschäftigt er sich mit politischen und rechtlichen Themen wie Staatlichkeit, Bürokratie, Rechtsstaatlichkeit, normativen Pluralitäten, Modernität, Ungleichheit, Gerechtigkeit, Konflikten und Identitätsbildung sowie mit Soziolinguistik und philosophischer Anthropologie. Ich möchte hier aus der Fülle der Publikationen nur einige nennen, sonst kommen wir nicht mehr zum Vortrag. Aber das ist mir dennoch ein Bedürfnis, Ihnen zumindest einen kleinen Einblick zu geben. Also 2020 hat er zusammen mit drei Kolleginnen das Oxford Handbook of Law and Anthropology herausgegeben. 2023 hat er gemeinsam mit seiner Kollegin Asta van der Rau das Sonderheft zu Collaborations and Contestations in Publicly Engaged Anthropologies herausgegeben. Und in wenigen Wochen erscheint bei Cambridge University Press der Open Access Sammelband Beyond Expropriation Without Compensation, Law, Land Reform and Redistributive, oh Gott, was für ein Wort, vielleicht lernen Sie das gleich nochmal selber, Justice in South Africa. Also Sie sehen, das Thema Afrika, insbesondere das südliche Afrika, taucht immer wieder auf. Und dabei geht es in diesem Band, der jetzt demnächst erscheint, den er zusammen mit seinen südafrikanischen Kolleginnen Cheryl Walker und Sasa Bogenpol zu Fragen einer dringend notwendigen Umverteilungsgerechtigkeit im Post-Apartheid Südafrika. Und jetzt mache ich den Schwung zu dem Thema unseres heutigen Abends, denn Herr Zenker, den haben wir insbesondere deswegen auch eingeladen, weil er eben die AMO Lectures an der Universität Halle seit 2020 organisiert, die es seit 2013, also seit gut 10 Jahren jetzt an der MLU gibt, um Anton Wilhelm AMO zu ehren. Und in dieser Funktion ist er auch Rektoratsmitglied oder ist er auch Mitglied in der Rektoratskommission Anton Wilhelm AMO. Über beides werden wir gleich mehr im Vortrag erfahren. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Gästen, die bisher eingeladen waren bei den AMO Lectures. Es war unter anderem Achille Mbembe aus Kamerun dabei, aber auch Suleiman Bashir Diagne aus dem Senegal, aber auch deutsche Kollegen wie Werner Schiffer oder Hans-Jörg Sandkühler. Und unter den bisher 10 Eingeladenen gab es auch eine Frau. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, denke ich. Das ist Professor Dr. Eilert Schachar. Und zuletzt 2023 war eingeladen, ich hoffe, dass ich den Namen einigermaßen richtig ausspreche, Olufemi Taiwo, Professor für African Political Thought in den USA. Und er hatte gesprochen zu Rewriting the History of Modern Philosophy mit Blick auf das 19. Jahrhundert in Westafrika. Also ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind und dass Sie uns heute mal genaueres zu Anton Wilhelm AMO hier berichten können. Herzlich willkommen. Ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank für diese freundliche Vorstellung und Einführung. Herzlichen Dank auch als erstes erstmal an die OrganisatorInnen, Professor Dr. Natascha Ückmann und Dr. Steffen Händel für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf und über Anton Wilhelm AMO an der Universität Halle berichten kann. Wie Sie wissen, findet dieser Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Erinnerung in Komplexität, Welt, Gedächtnis und Solidarität statt. Und wie mir scheint, braucht unsere heutige Zeit mehr denn je ein gemeinsames, offenes und eröffnendes Erinnern in Komplexität. Die Vorlesungsreihe hat bisher, wie ich finde, schon eindrucksvoll gezeigt, wie im Hinblick auf eine Vielzahl von wichtigen Themen Beiträge zu einem solchen solidarischen Weltgedächtnis aussehen könnten. Dieser Vielfalt möchte ich heute einen weiteren Aspekt hinzufügen, indem ich mich mit Anton Wilhelm AMO an der Universität Halle beschäftige. Die Person Anton Wilhelm AMOs und sein philosophisches Werk haben in den letzten Jahren in Deutschland und international zunehmend stärkere Aufmerksamkeit erfahren. Und einige Beispiele wurden ja auch schon angesprochen. Ich komme auch auf die Straßenbenennung unter anderem später noch zu sprechen. Dennoch ist Anton Wilhelm AMO vielen Menschen weiterhin weitgehend unbekannt. Ausgehend vom Leben und Werk dieses ersten uns heute bekannten afrodeutschen Akademikers und seiner Zeit an den Universitäten in Halle, Wittenberg und Jena im 18. Jahrhundert, möchte ich zunächst das vorherrschende Vergessen seiner Person behandeln. Anschließend richte ich meinen Blick auf das vor allem im 20. Jahrhundert einsetzende Erinnern an ihn und sein Werk
und die diversen Erweiterungen des Gedächtnisses und der Auseinandersetzung mit Amo in den letzten Jahrzehnten, unter anderem auch an der Universität Halle. Gegen Ende möchte ich mich insbesondere dem Format der jährlich an der Universität Halle stattfindenden Amo-Lectures widmen, zu denen jeweils international bekannte WissenschaftlerInnen bzw. Wissenschaftler vornehmlich bisher eingeladen sind. Das wird sich in der Tat auch ändern. Dabei möchte ich der Frage nachgehen, wie ausgehend von Anton Wilhelm Amo erweiternde Formen des gemeinsamen Erinnerns, Nachdenkens und Imaginierens von alternativen Welten entstehen könnten. Bevor ich beginne, möchte ich jedoch auf ein zentrales Dilemma der heutigen Auseinandersetzung mit Anton Wilhelm Amo verweisen, welches sozusagen direkt auf einen wesentlichen Aspekt des Amo-Gedächtnisses selbst verweist. Nämlich die paradoxe Situation, dass die Person Amos zugleich unterbestimmt und überbestimmt erscheint. Was meine ich damit? Einerseits ist trotz der wachsenden historischen Forschung zum Leben und Werk Anton Wilhelm Amos die Quellenlage insgesamt weiterhin begrenzt und teils lückenhaft. Beispielsweise sind nur wenige Texte von Amo selbst überliefert und es gibt keine gesicherte Abbildung seiner Person. Viele Umstände, Bedingungen und Wendungen seines Lebens, zum Beispiel die genaue Bedeutung und Herkunft seines Namens Amo oder die Beweggründe für Amos Rückkehr nach Afrika mit knapp 50 Jahren, sind unklar oder zumindest in der Forschung umstritten. Mit anderen Worten, unsere Kenntnis über die Person und sein Gesamtwerk sind bestenfalls lückenhaft und damit unterbestimmt. Insofern möchte ich in meinem Vortrag heute im Hinblick auf sein Leben und die Rezeption seines Werkes in keiner Weise den Eindruck erzeugen, als handle es sich hier um die eine Geschichte, wie sie eigentlich gewesen ist. Mir geht es lediglich um eine bescheidene Suchbewegung, in der ich mich Amos Leben und seinem Werk in Teilen und mit vielen Fragezeichen annähere. Andererseits, und dies wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderung eines heutigen Erinnerns an Amo, fiel und fällt es im europäischen Kontext schwer, Anton Wilhelm Amo einfach nur als individuelle Person, quasi als einzelnen Menschen zu betrachten. Nun kann man einwenden, dass niemand jemals nur als eine einzelne Person wahrgenommen wird. Immer sind wir alle ständig in Bedeutungsnetzen stereotypisierender Vorstellungen von uns selbst und von anderen verfangen und werden auf diese hin befragt und festgelegt, aktualisieren diese, kämpfen gegen sie an und so weiter. Das stimmt natürlich. Dennoch unterscheiden sich Situationen dahingehend, was dort jeweils als relativ normal gilt und was als anders und relativ unnormal gewertet und oft auch abgewertet wird. Je mehr jemand von den... Je mehr jemand von dem scheinbaren Normalfall einer Situation abweicht, desto mehr wird dessen Andersartigkeit tendenziell wahrgenommen und, wenn man so will, überschattet dessen Existenz. Soweit wir wissen, war Anton Wilhelm Amo der erste und ganz sicher der einzige schwarze Student, Doktorand und später Dozent an den Universitäten Halle, Wittenberg und Jena im frühen 18. Jahrhundert. Es ist naheliegend und auch in Quellen belegt, dass Amo aufgrund seiner schwarzen Hautfarbe wiederholt mit teils biologistischen Identitätszuschreibungen als Afrikaner und rassistischen Anfeindungen konfrontiert war. So betonen verschiedene Zeitgenossen immer wieder Amos Herkunft aus Guinea in Afrika, wie es damals formuliert wurde. Und auch die Rezeptionsgeschichte seines Werkes und seiner Person waren bis heute immer wieder eng verbunden mit Kontextualisierungen, die ihn häufig wertend besonders auf seine Herkunft aus Afrika, sein Schwarzsein oder seine afrikanische Kultur festlegen wollen. Sich solchen Kennzeichnungen von Anton Wilhelm Amo als der schwarze Philosoph in Halle, so bezeichnenderweise der Untertitel von Burchard Brentjes Buch von 1976, sich solchen Kennzeichnungen von Amo zu entziehen, fällt daher nicht leicht. Manche plädieren vor diesem Hintergrund dafür, Amo primär, wenn nicht gar ausschließlich, als einen Philosophen und Gelehrten der Frühaufklärung wie andere auch zu lesen
und sich bewusst dieser Überschattung durch transkontinentale Bezüge zu verweigern. Aber werden wir damit der Komplexität von Amos Leben und der marginalisierten ebenso wie instrumentalisierenden Geschichte seiner Rezeption wirklich gerecht? Umgekehrt hat Amo auf vielfältige Weise immer wieder als ein Paradebeispiel für eine größere Kategorie und ein übergeordnetes Argument herhalten müssen. Zum Beispiel als Beweis für die Existenz philosophierender oder intellektueller Afrikaner oder die Gleichheit von Schwarz und Weiß. Aber werden wir umgekehrt dem Individuum in seiner ganzen Komplexität und Idiosynkrasie gerecht, wenn wir ihn vorrangig als ein Beispiel diskutieren und ihn auf eine Fallstudie, also auf eine Figur in einem größeren Spiel reduzieren? Für mich als weißen deutschen Staatsbürger oder genauer als Deutsch-Südafrikaner, der wie Amo in früher Kindheit, aber natürlich unter gänzlich anderen Umständen ebenfalls aus Afrika nach Deutschland eingewandert ist und dem man als Weißen unter überwiegend anderen Weißen den Migrationshintergrund gerade nicht so leicht ansieht, offenbart sich im Bemühen um ein angemessenes Erinnern an Amo die ganze Last und Übermacht unserer vertrackten deutsch-europäisch-transkontinentalen Geschichte. Gerade mir fällt auf, dass mich niemand auf meinen afrikanischen Migrationshintergrund festlegt. Moment, warten Sie, jetzt spinnt das. Gerade mir fällt auf, dass mich niemand als Afrikaner liest, während bei Amo scheinbar kaum etwas anderes relevant zu sein scheint. Damit sind wir exemplarisch verfangen in eben genau dieser vertrackten, problematischen, transkontinentalen Geschichte relativer und relationaler Ermächtigung und Unterdrückung, der Inklusion und Exklusion, wir haben gerade davon gehört, was die Straßenbenennung angeht, des aufgeklärten Redens, der Aufklärung und der vielen Auslassungen und des vielfältigen Verschweigens. In diesem Sinne erscheint mir das Erinnern an Amo zugleich auch überbestimmt, überschattet und belastet vom vieldimensionalen Gewicht unserer Geschichte. Wie hätte unsere Weltgeschichte gewesen sein können, damit es heute in einem weniger problematischen Sinne möglich wäre, relativ unbedarft einfach nur über Amo und sein Werk zu sprechen? Am Ende meines Vortrags werde ich wieder zu solchen Gedankenexperimenten alternativer Weltentwürfe zurückkehren. Für den Moment möchte ich lediglich in Aussicht stellen, dass in Anbetracht des skizzierten Dilemmas einer gleichzeitigen Unterbestimmung und Überbestimmung Amos mein Versuch einer angemessenen Darstellung letztlich mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt ist. Ich kann Amo im heutigen Vortrag nicht wirklich gerecht werden. Aber vielleicht kann zumindest in Teilen ein fruchtbares Scheitern gelingen. Vielleicht können wir uns durch eine Reflexion über die Herausforderungen mehr über die Person Amos, ihr Werk und ihr Nachwirken in der europäischen Ideengeschichte zu erfahren, zumindest einem bescheidenen Verständnis annähern. Damit wäre für mich schon viel gewonnen. Aber wer war nun dieser Anton Wilhelm Amo, über den zu reden nicht so leicht zu fallen scheint? Anton Wilhelm Amo gilt als erster und lange Zeit einziger afrodeutscher Gelehrter und Philosoph. Laut dem Biografen Ottmar Ette wurde Amo um 1700 im heutigen Ghana geboren und gelangte als Kleinkind nach Europa. Viele WissenschaftlerInnen gehen wie Ette davon aus, dass Amo als Kind versklavt und über Amsterdam als sogenanntes Geschenk der holländischen Westindischen Kompanie an den Hof des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel gelangte. Aber die Quellenlage ist lückenhaft, sodass der Amo-Forscher William Emanuel Abraham ebenfalls eine Entführung und Verschleppung durch Seefahrer oder sogar eine beabsichtigte Entsendung nach Europa für möglich hält, um ihn dort als Prädikant der niederländischen reformierten Kirche erziehen zu lassen. Jacob Emanuel Mabe ist der Ansicht, dass der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel dem kindlichen Amo nicht aus karitativen Absichten erwarb, sondern vor allem der Ruhmgier wegen, da der Besitz von Sklaven aus Afrika zu der Zeit das Ansehen des eigenen Hofes erheblich steigerte. Am Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel angelangt, wurde Amo 1708 auf den Vornamen des Herzogs Anton sowie den Zweitnamen seines Sohnes Wilhelm, also auf Anton Wilhelm, getauft. Bei seiner Ankunft in Wolfenbüttel trug er bereits den Namen Amo,
den einige für einen überlieferten afrikanischen Namen halten. Andere sehen ihn als einen damals populären, aus dem Lateinischen abgeleiteten Namen an, der versklavten AfrikanerInnen im niederländischen Fort im heutigen Ghana aufgezwungen wurde. Der Name Amo selbst verkörpert und symbolisiert somit auf gewisse Weise den hierarchisch durchmachteten und zugleich mehrdeutigen Raum zwischen Afrika und Europa, in dessen Spannungsfeld sich die gesamte Biografie Amos entfalten musste. Für seine Zeit in Braunschweig am Hof ist belegt, dass Amo als Bediensteter, als rassifiziert bezeichneter Kammermoor oder Hofmoor tätig war und dafür auch eine Besoldung erhielt. Die rechtliche Position und soziale Lage von afrikanischen Bediensteten an europäischen Höfen dieser Zeit ist umstritten. Während manche, wie Peter Martin, von einer systematischen Unterdrückung aller afrikanischen Menschen in frühneuzeitlichen deutschen Gebieten ausgehen, vertritt Monika Firler die Ansicht, bis zur Hochphase des Kolonialismus im späten 19. Jahrhundert seien solche afrikanischen Bediensteten eher als gleichberechtigt angesehen worden. Diese These wird in der Forschung allerdings kritisch gesehen. In jedem Fall erhielt Amo seine erste formale Ausbildung im Rahmen des Hofes in Wolfenbüttel, einschließlich der Beherrschung der lateinischen Sprache, auch wenn die Einzelheiten seiner Schulbildung im Dunkeln bleiben. Dokumente belegen, dass sich Amo 1727 an der damals preußischen Universität Halle an der Philosophischen und Juristischen Fakultät einschrieb, wo er 1729 eine erste öffentliche Disputation abschloss. Diese juristische Disputation, De Jure Maurorum in Europa, über das Recht der Mauren in Europa, gilt als verschollen, wenn sie denn je überhaupt niedergeschrieben wurde. Ein zeitgenössischer Zeitungsbericht deutet jedoch darauf hin, dass sich die Disputation mit antiken römischen Quellen über die Belehnung von Königen mit Mauren unter dem römischen Kaiser auseinandersetzte und daraus Implikationen für die Rechte freier und versklavter Afrikaner nach römischem Recht ableitete, wie es in Deutschland im 18. Jahrhundert praktiziert wurde. Es ging somit um die Rechte und Pflichten der von Christen erkauften Mohren in Europa, wie es im erwähnten Bericht wörtlich heißt. Offensichtlich war Amo sowohl im Kirchenrecht als auch in verschiedenen weltlichen Rechtsformen, im Naturrecht und in der Rechtsgeschichte bewandert, was es ihm ermöglichte, die rechtliche Stellung von Menschen afrikanischer Abstammung in diesen Kontexten zu untersuchen. Über diese Disputation, die wichtige panafrikanistische und postkoloniale Debatten über die Rechte von Menschen unter Bedingungen struktureller Ungleichheit und Unterdrückung vorwegnahm, ist jedoch insgesamt wenig bekannt. Im Jahr 1730 wechselte Amo aus nicht völlig geklärten Gründen an die Sächsische Universität Wittenberg, wo er innerhalb weniger Wochen als Magister der Philosophie zugelassen wurde. Dies erlaubte ihm, neben seinen eigenen Studien zu lehren. Amo setzte seine Arbeit in der Philosophie fort und beschäftigte sich auch mit zahlreichen verwandten Disziplinen. Vor allem studierte er Medizin bei einflussreichen Ärzten, die die künftige Richtung seiner Wissenschaft prägten, die sich zunehmend an den Schnittstellen von Philosophie, Medizin und Anthropologie bewegte. 1734 promovierte Amo in Philosophie mit der Verteidigung seines philosophischen Hauptwerkes De Humanae Mentis Apatheia, deren deutscher Titel in der Übersetzung, in der langen Übersetzung folgendermaßen lautet: Über die Apatheia der menschlichen Seele oder über das Fehlen der Empfindung und der Fähigkeit des Empfindens in der menschlichen Seele und das Vorhandensein von beiden in unserem organischen lebenden Körper. Langer Titel. Mit dieser Inauguraldissertation leistete Amo einen originellen, radikal-dualistischen philosophischen Beitrag zur Debatte über das Verhältnis von Körper und Seele, welches damals sehr intensiv diskutiert wurde. Laut den Philosophen Dwight Lewis und Falk Wunderlich arbeitet Amo in dieser Schrift die Inkonsistenzen heraus, die sich in den verbreiteten substanzdualistischen Theorien über das Verhältnis von Körper und Seele finden. Amo behauptet hier, so die beiden Philosophen, dass die immaterielle Seele weder de facto materielle Dinge wahrnimmt,
noch überhaupt über ein Vermögen der Wahrnehmung verfügt. Für Amo gibt es keine direkte Interaktion zwischen Seele und Körper, weil die Seele nach üblicher substanzdualistischer Vorstellung eine aktive, immaterielle Substanz ist. Sinneseindrücke aber nur auf einen passiven, materiellen Träger zurückgeführt werden können, also den Körper. Sinneseindrücke können Amo zufolge da von der Seele nur gedacht, aber nicht empfunden werden. Direkt gegenwärtig sind sie nur dem materiellen Körper. Anstatt Apatheia primär in der stoischen Tradition zu verwenden, die den Verzicht auf die emotionale Überbewertung nicht moralischer Güter betont, fasst Amo diesen griechischen Begriff etwas anders auf, nämlich als Unbeweglichkeit des menschlichen Geistes. Empfindung und Empfindungsvermögen werden als dem Körper und nicht dem menschlichen Geist zugehörig betrachtet, da letzterer nicht durch empfundene Objekte beeinflusst werden kann. Aus diesem Grund spricht Amo auch der Seele aufgrund ihrer Immaterialität die Fähigkeit zu fühlen ab. 1736 verließ Amo Wittenberg und begann als Dozent an der Philosophischen Fakultät der Universität Halle zu lehren. Vermutlich stand dieser Schritt auch in Zusammenhang mit dem Tod von Herzog Ludwig Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel, dem dritten und letzten Sohn des bereits 1714 verstorbenen Herzogs Anton Ulrich. Nach dem Tod dieses auch letzten Mäzens Amos verschlechterte sich dessen finanzielle Lage deutlich. Während seiner Lehrtätigkeit in Halle vollendete Amo 1738 ein letztes, wesentlich umfangreicheres Werk, den Tractatus de Artis Sobri et Accurate Philosophandi, Traktat über die Kunst, nüchtern und sorgfältig zu philosophieren. In diesem Hauptwerk, das als Grundlage seiner Vorlesungen dienen sollte, entfaltet Amo seine eigene Lehre, nachdem er einen Überblick über die traditionellen Wissensgebiete gegeben hat. Er versteht Philosophie als die ständige Suche nach Weisheit jenseits von intellektueller Unehrlichkeit, Dogmatismus und Vorurteilen sowie nach der Vervollkommnung des Menschen in allen Bereichen, von der natürlichen Existenz bis zur ewigen Glückseligkeit. Darüber hinaus kritisiert Amo jene Zeitgenossen, die die Philosophie nur als einen Akt des theoretischen Verstehens ohne jede Verbindung zu ihrer praktischen Seite sehen. Für Amo ist die Philosophie im Wesentlichen eine Arbeit an der Tugend der Weisheit und diese bewährt sich im Handeln. Insofern lässt sich die Philosophie nicht auf das Streben nach rein theoretischem Wissen reduzieren. Sie hat auch eine unausweichliche praktische Relevanz. 1739 verließ Amo Halle und ging an die Universität Jena, wo er ein breites Spektrum an Fächern unterrichtete, darunter damals verbreitet Physiognomie, Chiromantie, Geomantie, Astrologie und Kryptographie, die Amo als Dechiffrierkunst übersetzte und als Gegenmittel gegen Vorurteile entwarf. Über die folgenden Jahre ist wenig bekannt, da nahezu keine Dokumente aus Amos späteren Lebensjahren existieren oder bekannt sind zumindest. Ist Amo im wissenschaftlichen Betrieb ein Außenseiter geblieben oder nach dem Tod seiner Gönner in eine solche Lage geraten? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall warfen um 1747 rassistische Anfeindungen in einem Spottgedicht über einen angeblichen Liebesantrag von Amo gegenüber einer gewissen Mademoiselle Astrin düstere Schatten auf seine Situation. Zu dieser Zeit soll Amo Deutschland in Richtung Westafrika verlassen haben. Bis mindestens 1753 lebte er in Axim im heutigen Ghana, wo ihn der Schweizer Reisende David Henri Galada als einen lokal angesehenen Philosophen, Astrologen und Wahrsager kennengelernt haben soll. Später zog Amo in das von den Niederländern kontrollierte Fort San Sebastian in Chama, ebenfalls in Ghana, welches eine Rolle im atlantischen Sklavenhandel spielte. Da es keine unmittelbar nachvollziehbaren Gründe für diesen erneuten Wegzug aus Amos Herkunftsregion in Axim gibt, nimmt William Emanuel Abraham an, dass sich Amo nicht freiwillig im Fort aufhielt. Aber erneut bleibt dies angesichts fehlender Quellen Gegenstand von Spekulationen. Amos Grab findet sich in unmittelbarer Nähe des Forts in Chama. Sein Todesdatum wird manchmal als 1753 angegeben,
bleibt aber erneut letztlich ein Rätsel. Der Grabstein vermerkt das Todesjahr 1784. Mit dem Weggang Amos aus Jena gerieten seine Texte für lange Zeit weitgehend in Vergessenheit und wurden an den Rand der europäischen Ideengeschichte gedrängt. Zwar findet Amo in einigen wenigen Schriften Erwähnung, so im Zedlerischen Universallexikon der Wissenschaften und Künste von 1751 oder der 1755 erschienenen Dreihauptschen Chronik. Aber insgesamt legt sich eine dominante Stille über die Person und vor allem das Werk Amos. Wie ist dieses lange Schweigen über Amo in der europäischen Ideengeschichte zu erklären? Methodologisch stellt eine solche Frage natürlich große Herausforderungen, da eine Abwesenheit eine ganze Vielzahl von Gründen haben kann, die typischerweise ja gerade nicht thematisiert werden. Wir haben es hier also mit einem, wenn man so will, vielstimmigen, beredten Schweigen zu tun. Nichtsdestotrotz liegt es nahe, eine verbreitete Vernachlässigung Amos im Zeitalter von Sklaverei und kolonialimperialistischer Expansion Europas auch mit abwertenden Vorstellungen von Amo als Mensch afrikanischer Herkunft zu erklären. Berühmte und bis heute angesehene Vertreter der europäischen Ideengeschichte, wie zum Beispiel der Zeitgenosse Amos, der schottische Aufklärungsphilosoph David Hume, aber auch etwas später Immanuel Kant, ebenso wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel, äußerten sich trotz all ihrer progressiven und aufklärerischen Ideen äußerst rassistisch über die angeblich nur sehr gering ausgeprägten intellektuellen Fähigkeiten von AfrikanerInnen. Damit geben diese Autoren Aufschluss über das geistige Klima der Zeit von und nach Amo in Europa. Dass Amo primär im Hinblick auf seine afrikanische Herkunft wahrgenommen wurde, ergibt sich auch umgekehrt aus der Tatsache, dass diese Herkunft beständig die Diskussion dominierte, wenn Amo doch einmal Erwähnung fand. Wie Burchard Brändjes betont, wurde Amo in der Antisklavereibewegung seit dem späten 18. Jahrhundert wiederholt genannt, um rassistische Argumente über die angebliche geistige Minderwertigkeit schwarzer Menschen als Rechtfertigung für Sklaverei und koloniale Unterdrückung zu entkräften. Ein 1787 erschienener Artikel des deutschen Philosophen und physischen Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach gilt als eine der ersten dieser entkräftenden Quellen. Dieser Text von Blumenbach wurde 1800 in englischer Übersetzung in den USA veröffentlicht und diente dort später im 20. Jahrhundert der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung als Quelle. Bereits vorher wurde Blumenbachs Text allerdings schon von dem französischen Kleriker und Abolitionisten Henri Grégoire aufgegriffen, der sich in seinem 1808 erschienenen Werk De la littérature des nègres anerkennt mit Amos geistiger Leistung auseinandersetzte. Andere Abolitionistinnen dieser Zeit beriefen sich ebenfalls auf Amo. Laut Brändjes geriet Amo nach der Unterdrückung des Sklavenhandels im Laufe des 19. Jahrhunderts wieder etwas in Vergessenheit, auch wenn sich auch später noch sporadische Verweise auf ihn finden. So zum Beispiel in einem 1905 von Reverend Atu Ahuma veröffentlichten Buch über berühmte Persönlichkeiten Westafrikas oder auch in einer eher beiläufigen Erwähnung des amerikanischen Panafrikanisten W.E.B. Du Bois in seinem 1939 erschienenen Werk Black Folks Then and Now. An der Universität Halle-Wittenberg wurde Anton Wilhelm Amo 1916 wiederentdeckt. Ursprünglich waren ja die Universitäten in Wittenberg und in Halle getrennt. In Wittenberg wurde die Universität bereits 1502 gegründet, in Halle gab es seit 1694 eine Universität, sodass Amo, wie wir gehört haben, an beiden Universitäten ebenso wie an der in Jena tätig sein konnte. 1817 wurden dann die beiden Universitäten in Halle und Wittenberg zusammengelegt. Fast genau 100 Jahre später, nach dieser Zusammenlegung, stieß der Bibliothekar und Archivar Wolfram Suchier beim Katalogisieren alter Dissertationen auf die Arbeit Amos und verfolgte diesen für ihn kuriosen Fall der Universitätsgeschichte. Mit einem Artikel in der Akademischen Rundschau mit dem rassifizierenden Untertitel »Ein Moor als Student und Privatdozent der Philosophie« in Halle, Wittenberg und Jena brachte Suchier 1916 Amo wieder ins öffentliche Gedächtnis.
Zudem erschloss er im Weiteren viele Archivalien aus Halle, Wittenberg und Jena zu Ammo. Auf seine Forschungen bauten dann spätere Arbeiten auf. Nachfolgend erlebte die Ammo-Forschung in der beginnenden afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung ebenso wie in verschiedenen Diskussionen in Afrika, auch im Kontext des antikolonialen Befreiungskampfes, einen erneuten Aufschwung. Kwame Nkrumah, der panafrikanistische Denker, politische Führer und erste Präsident des unabhängigen Ghana, setzte sich in seinem einflussreichen Buch Conscientism von 1964 mit Ammos Ideen auseinander und versuchte, Ammo als frühen Vertreter von Nkrumahs eigener Verschmelzung von marxistisch-leninistischen und traditionell afrikanischen Ideen neu zu interpretieren. Wie Raya Leon Hammann und Jan Daniel Schubert nachzeichnen, bildete diese besondere Bedeutung Ammos für den ghanaischen Präsidenten Nkrumah dann auch den politischen Hintergrund für die zunächst starke Unterstützung der politischen Führung in der DDR für ein großes Ammo-Forschungsprojekt, welches in den 1960er Jahren von Burchard Brentjes an der Universität Halle initiiert wurde. Laut Stephen Mann und Justin Smith hat der ostdeutsche Wissenschaftler Burchard Brentjes den größten Einzelbeitrag zur Ammo-Forschung geleistet. Und zwar nicht nur an der Universität Halle, sondern für das 20. Jahrhundert insgesamt. Brentjes, der seit den 1960er Jahren in Halle Archäologie des Nahen Ostens lehrte, engagierte sich politisch in Organisationen, die die Solidarität zwischen den Ländern des Ostblocks, der arabischen Welt und den entkolonialisierten Staaten in Afrika und darüber hinaus förderten. Wie Hammann und Schubert zeigen, wurde Brentjes Vorschlag, ab 1963 ein größeres Ammo-Forschungsprojekt an der Universität Halle zu errichten, unter anderem auch deshalb von der DDR-Führung unterstützt, weil diese die Hoffnung hegte, damit die offizielle Anerkennung der DDR durch das unabhängige Ghana zu befördern. Seinerzeit übte nämlich die BRD im Rahmen ihrer sogenannten Hallstein-Doktrin auf andere Staaten Druck aus, die DDR nicht offiziell anzuerkennen. Vor diesem Hintergrund war zunächst für 1965 an der Universität Halle eine Feierlichkeit in Anwesenheit des ghanaischen Präsidenten Nkrumah geplant, bei der diesem die Ehrensenatorwürde verliehen und ein Originaldruck von Ammos Dissertation überreicht werden sollten. Zudem sollte eine Ammo-Stiftung zur Vergabe von Stipendien an afrikanische Studierende bekannt gemacht, ein Film über Ammos Leben präsentiert, eine Hallenserstraße nach Anton Wilhelm Ammo benannt, sowie ein Kunstwerk, die Plastik Freies Afrika, eingeweiht werden. Allerdings kam diese Veranstaltung 1965 nicht zustande, vermutlich auf Druck westdeutscher DiplomatInnen auf den Präsidenten Nkrumah. Und der Staatsstreich in Ghana 1966, bei der Nkrumah abgesetzt wurde, machte diese Pläne auch nachfolgend zunichte. Vor diesem Hintergrund wurde das Ammo-Projekt in Halle dann nur noch in deutlich geringerem Umfang realisiert. Weder die Ammo-Stiftung, noch der Ammo-Film, noch die Straßenbenennung kamen zustande. Allerdings wurden 1968 die vorliegenden lateinischen Schriften Ammos in deutscher Übersetzung von Burchard Brentjes herausgegeben. Und als Nebenbemerkung sehen Sie hier die kürzlich erschienene Neuauflage dieser deutschen Schriften, die vor allem von Klaus Gienke betrieben wurde in unserem Universitätsverlag Halle-Wittenberg. Neben Brentjes deutscher Fassung besorgte seinerzeit zudem der Musikwissenschaftler Walter Siegmund Schulze die erste Veröffentlichung einer englischen Übersetzung. In den folgenden Jahren forschte und publizierte vor allem Burchard Brentjes an der Universität Halle weiter über Anton Wilhelm Ammo. 1975 wurde schließlich feierlich eine Bronzetafel zur Erinnerung an Ammo in Anwesenheit des ghanaischen Botschafters neben dem Universitätsring am Hauptcampus der Universität angebracht, die sich bis heute dort befindet und die den Text trägt, ich zitiere, dem Andenken Anton Wilhelm Ammos aus Axim in Ghana, dem ersten afrikanischen Studenten und Dozenten der Universitäten Halle-Wittenberg und Jena 1727 bis 1747. Die Forschung unter Leitung von Burchard Brentjes an der Universität Halle stellt ohne Zweifel eine Pionierleistung in der deutschsprachigen Ammo-Forschung dar.
Allerdings ist auch hervorzuheben, dass Amo von Brentius vorrangig als, wie er es nannte, ein Beispiel der Gleichheit der Völker fungierte und Brentius an Amos Werk letztlich nur nachrangig interessiert war. So schreibt Brentius 1977 im Kontext des Gedenkens an die seinerzeit vor 250 Jahren erfolgte Immatrikulation von Anton Wilhelm Amo an der Universität Halle, und ich zitiere Brentius wörtlich: Gerade das Beispiel Anton Wilhelm Amo lehrt die Gleichheit von Schwarz und Weiß. Die Bedeutung des Philosophen aus Axim besteht heute erst in zweiter Linie in seinen Auffassungen und Lehren, so progressiv sie in ihrer Zeit auch waren. Entscheidend ist der von ihm vorgelebte Beweis der gleichen Fähigkeiten von Schwarz und Weiß zur Leistung, wenn die gleichen sozialen Bedingungen und Bildungsvoraussetzungen geboten werden. Ende des Zitats. Dieses reduktionistische Interesse an Amos Biografie und an ihm primär als Beispiel für die Existenz philosophierender oder intellektueller AfrikanerInnen oder die Gleichheit von Schwarz und Weiß wird zu Recht seit langem kritisiert. So zum Beispiel von Paulin Huntongi in seinem 1976 erschienenen Werk Philosophie africaine. Ebenso kritisieren Jakob Emanuel Mabi und Olufemi Taiyo, dass Amos originelle philosophische Ideen lange Zeit überhaupt nicht ernsthaft inhaltlich diskutiert wurden und sich das Interesse oftmals auf die Frage beschränkte, wie es einem Afrikaner im 18. Jahrhundert gelingen konnte, ein so hohes Bildungsniveau in Deutschland zu erreichen. Diese Situation hat sich in den letzten Jahrzehnten international ebenso wie in Deutschland glücklicherweise verändert. In der afrikanischen Philosophie wird Amos Werk schon seit langem auch inhaltlich diskutiert, dabei oftmals auch im Hinblick auf die Frage, inwiefern Amo inhaltlich als afrikanischer, europäischer und oder afroeuropäischer Philosoph gelten kann. Weitere philosophische Auseinandersetzungen mit Amos Werk umfassen beispielsweise quasi Viredos Diskussion von 2004 zu Amos Kritik der Descartes'schen Philosophie des Geistes, eine 2018 an der Universität Halle von Dwight Lewis und Falk wunderlich organisierte Tagung mit dem Titel Anton Wilhelm Amo and an African Philosopher in the Early Modern Europe, sowie der 2021 überwiegend von Hallenser Kollegen um Stefan Knaus herausgegebene Sammelband Auf den Spuren von Anton Wilhelm Amo, Philosophie und der Ruf nach Interkulturalität. Dem kürzlich von Stephen Mann und Justin Smith erneuerten Ruf nach einer stärkeren Auseinandersetzung mit Amos Philosophie und weniger mit der symbolisch-historischen Bedeutung seiner Person wird also seit einiger Zeit immer mehr gefolgt. Weitere rezente Erweiterungen im Gedenken an Anton Wilhelm Amo beschränken sich aber nicht nur auf eine verstärkte universitäre Beschäftigung auch mit Amos philosophischem Werk. Eine Vielzahl von Initiativen, Projekten und Gruppen, auch über den akademischen Kontext hinaus, setzt sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten intensiv mit Anton Wilhelm Amo auseinander. Zu nennen ist hier das bereits erwähnte Anton Wilhelm Amo Bündnis Halle, in dem sich seit 2019 Menschen in Halle und Umgebung für ein würdevolles Gedenken an Amo einsetzen. Gemeinsam mit Halle Postkolonial, Decolonize Jena, Decolonize Berlin, Amo Braunschweig Postkolonial, das Amo Collective Berlin und vielen anderen Gruppierungen, die teils auch im Bündnis Anton Wilhelm Amo Erbschaft zusammengeschlossen sind, bemüht sich das Amo-Bündnis Halle um eine umfassende Rassismuskritik und Dekolonisierung eurozentrischer Wissens- und Erinnerungsstrukturen. Darüber hinaus gibt es verschiedene künstlerische Projekte, die sich mit Amo auseinandersetzen. Dazu zählen nicht nur die 16 künstlerischen Positionen des Recherche- und Ausstellungsprojektes The Faculty of Sensing, Thinking with, Through and by Anton Wilhelm Amo, die 2020-21 im Kunstverein Braunschweig und bei Savvy Contemporary in Berlin ausgestellt wurden. Wie eine zeitgemäße Erinnerung an Anton Wilhelm Amo aussehen könnte, ist auch das Thema der im letzten Jahr eröffneten Ausstellung Focus Amo, Bilder für einen Gelehrten, in der 9 Hallenser KünstlerInnen ein dafür gemeinsames Kunstwerk an der Universität Halle präsentieren. Und die Ausstellung läuft ja auch noch bis März, denke ich, insofern ist sie noch zugänglich. Richten wir den Blick zurück an die Universität Halle selbst.
Diese verleiht seit 1994 den Anton-Wilhelm-Amo-Preis für herausragende Abschlussarbeiten. Außerdem findet an der Universität seit 2013 die bereits erwähnte jährliche Anton-Wilhelm-Amo-Lecture statt, über die ich gleich noch abschließend kurz sprechen möchte. Im Jahr 2019 gründete die Martin-Luther-Universität zudem eine Arbeitsgruppe, die inzwischen als Rektoratskommission Anton-Wilhelm-Amo aktiv ist und die sich dem Gedenken an Anton-Wilhelm-Amo widmet. Unter der Leitung des früheren Prorektors Professor Wolfgang Paul bringt sie unterschiedliche VertreterInnen aus der Universität Halle, der Stadt Halle, der überregionalen Politik und dem Amo-Bündnis Halle zusammen. Unsere Kommission versucht, durch die aktive, lebendige und offene Erinnerung an Anton Wilhelm Amo mit Vorträgen, Preisverleihungen, Namensgebungen und einem Bemühen um einen angemessenen öffentlichen Gedenkort an Amo den Blick zu weiten und zugleich zu schärfen und damit auch heutige Spannungen zwischen gesellschaftlicher Teilhabe und Diskriminierung sichtbar zu machen. Drei Initiativen der Amo-Kommission möchte ich hierbei nur kurz erwähnen. Zum einen befasste sich die Amo-Kommission für längere Zeit mit dem Projekt eines neu zu schaffenden Kunstwerks im öffentlichen Hallenser Raum, um Amo angemessen zu würdigen. Die Ausschreibung sollte einen inhaltlichen KünstlerInnen-Workshop umfassen. Da leider am Ende die Finanzierungsanträge zur Realisierung dieses Kunstprojektes nicht erfolgreich waren, vielleicht ist ja ein Mäzen oder eine Mäzen heute Abend anwesend, die ihr Geld dafür bereitstellen möchte, aber falls das nicht der Fall ist, da diese Finanzierung im Moment nicht besteht, bemüht sich die Kommission nun um eine anderweitige Würdigung Amos an der Universität. Im Gespräch ist zum Beispiel die Benennung eines Hörsaals nach Anton Wilhelm Amo. Zum Zweiten unterstützt die Amo-Kommission die seit langem bestehenden Bemühungen, eine Straße in Halle nach Anton Wilhelm Amo zu benennen. Wie schon erwähnt, reichen die Pläne für eine solche Umbenennung bis in die 60er Jahre zurück. Kurz vor Weihnachten wurde ja tatsächlich im Stadtrat von Halle beschlossen, dass dieser Teilabschnitt des Universitätsrings nun umbenannt werden soll in Anton Wilhelm Amo. Und dagegen richtet sich ja auch genau diese Bürgerinitiative, die in Teilen stattdessen die Umbenennung des angrenzenden Parks in Anton Wilhelm Amo Park erreichen will. Mal schauen, in welche Richtung sich diese Diskussion weiterentwickelt. Zum Dritten war die Amo-Kommission an der Rekontextualisierung der Bronzeplastik Freies Afrika und der da bereits erwähnten Amo-Gedenktafel von 1975 beteiligt. Dieses Anliegen wurde maßgeblich von Halle Postkolonial und dem Anton-Wilhelm-Amo-Bündnis betrieben und dann von der Amo-Kommission aufgegriffen und unterstützt. Worum geht es? Wie bereits erwähnt, sollte 1965 im Rahmen des großen Amo-Forschungsprojektes zu DDR-Zeiten auch eine Plastik Freies Afrika geschaffen und eingeweiht werden. Wie auf der Website unserer Amo-Kommission nachzulesen ist, wurde das Kunstwerk Freies Afrika vom Hallenser Bildhauer und Grafiker Gerhard Geier in staatlichem Auftrag zur Thematisierung des antikolonialen Weges Ghana geschaffen. Als Inspiration diente Geier eine Studienreise in die neu unabhängig gewordenen und damals sozialistisch orientierten Staaten Guinea und Ghana, die er im Jahr 1961 unternahm. Die Plastik sollte ursprünglich nach Ghana gesendet werden, dies scheiterte jedoch aus verschiedenen Gründen. Es wurde schließlich die Entscheidung getroffen, die Figuren in Halle aufzustellen. Im Jahr 1965 wurde die Plastik feierlich am Universitätsring enthüllt und dort steht sie auch heute noch. Bereits bei der Enthüllung wurde ein allerdings noch vager Bezug zu Anton Wilhelm Amo hergestellt, der vorher nicht bestanden hatte. Auch 1975, als die bereits erwähnte Bronzetafel zur Erinnerung an Amo in unmittelbarer Nähe zur Plastik am Universitätsring angebracht wurde, kam ein vorher nicht beabsichtigter Bezug zur Figurengruppe von Gerhard Geier und zum Thema Freies Afrika zur Sprache. Die Plastik wurde somit letztlich in einen Interpretationszusammenhang gebracht, der eine Verbindung zweier ursprünglich unabhängiger Themen schafft. An dieser bis heute sichtbaren, aber irreführenden und problematischen Verbindung setzte die Kritik von Halle Postkolonial und dem Anton-Wilhelm-Amo-Bündnis Halle an.
Wie auf der Website der AMBO-Kommission weiter ausgeführt, stellt die Plastik ein Figurenpaar dar. Eine schwarze Frau mit Kopfwickel und einem festlichen Kleid und seitlich hinter ihr stehend ein schwarzer Mann mit langem Rock und freiem Oberkörper. Ihre Hände zu Fäusten geballt, stehen sie aufrecht, haben den Kopf erhoben und blicken gen Horizont. Bei kritischer Betrachtung dieses Motivs wird eine tiefe symbolische Ambivalenz des Kunstwerks deutlich. Dargestellt im Stil des sozialistischen Realismus, lassen sich die Kleidung und die Haltung der Personen als bildhafter Versuch einer Retraditionalisierung gegen koloniale europäische Dominanz auffassen. Es geht um antikoloniale politische Befreiung und um Sozialismus als politische Option sowie künstlerische Ausdrucksform. Weiterhin lässt sich die Plastik als eine Darstellung der symbolischen Gleichstellung von Mann und Frau im Sozialismus interpretieren. Zugleich jedoch lässt sich die Darstellungsweise der beiden schwarzen Menschen, der Mann mit freiem Oberkörper, beide Personen mit nackten Füßen und in traditionell anmutender Bekleidung, ebenso als eine Reproduktion und Stabilisierung rassistischer Vorstellungen von vermeintlich ursprünglichen monolithischen afrikanischen Kulturen und Bevölkerungen begreifen. Diese Zuordnung ist missverständlich und problematisch und nach Einschätzung der AMO-Kommission dem Gedenkort an Anton Wilhelm AMO als Mitglied der Universität nicht wirklich angemessen. Wie gesagt, existieren zwar keine überlieferten bildlichen Darstellungen von AMO, jedoch ist davon auszugehen, dass er als Universitätsgelehrter anders bekleidet war. Die Bedeutung der schwarzen Frau schließlich bleibt angesichts der gegenwärtigen Verbindung von Plastik und AMO gänzlich ungeklärt, wenn Betrachtende nicht fälschlicherweise davon ausgehen, dass es sich hier um AMOs Partnerin handle. Dies lässt die Frau zu einem reinen Beiwerk neben einem vermeintlichen Anton Wilhelm AMO werden und reproduziert so sexistische Strukturen dominanter Erinnerungskultur, innerhalb derer Frauen nach wie vor eine höchst marginale Rolle zugeschrieben wird. Die Verbindung der Plastik mit Anton Wilhelm AMO ist also in verschiedener Hinsicht als problematisch zu betrachten. Aus diesem Grund entschied sich die AMO-Kommission 2021, eine weitere Tafel anzubringen, hier auf dem Bild unten rechts zu sehen, in der diese irreführende Verbindung zwischen AMO und dem Kunstwerk Freies Afrika thematisiert wird. Der Text dieser neuen Tafel lautet, ich zitiere, Freies Afrika 1965 von Gerhard Geier, 1907 bis 1989. Die Bronzeplastik würdigt den antikolonialen Weg Ghanas. Seit 1975 verweist zusätzlich eine Gedenktafel auf den in Ghana geborenen, als Versklavter nach Deutschland verschleppten und zwischen 1736 und 1739 an der Universität Halle als Privatdozent tätigen Philosophen Anton Wilhelm AMO. Die sehen Sie hier unten links am Rand des Bildes. Diese Verbindung der Plastik mit der Person AMO ist jedoch in heutiger Hinsicht problematisch. Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Stadt Halle und das Anton-Wilhelm-AMO-Bündnis Halle arbeiten daher seit Oktober 2019 an einem neuen Erinnerungskonzept an AMO. Lassen Sie mich meinen heutigen Vortrag über einige Aspekte zu Anton Wilhelm AMO an der Universität Halle mit einem Blick auf die jährlich stattfindenden Anton Wilhelm AMO Lectures beenden. Die Anton Wilhelm AMO Lectures wurden, wie schon erwähnt, seit 2013 von den Forschungsschwerpunkten Gesellschaft und Kultur in Bewegung und Aufklärung, Religion, Wissen an der Universität Halle organisiert. Über die Jahre waren verschiedene KollegInnen federführend an dieser Organisation beteiligt. Zuletzt vor allem die Professoren Richard Rottenburg und Matthias Kaufmann, von denen ich diese Aufgabe 2020 übernommen habe. Im Rahmen der AMO Lectures stellen international renommierte WissenschaftlerInnen ihre aktuellen Forschungen zu Themen vor, die mit dem Werk von AMO verbunden sind oder von ihm als Person ausgehen. Eine Namensvorlesung an der Universität Halle-Wittenberg zu Ehren von Anton Wilhelm AMO erscheint mehr als passend, denn schließlich war diese heutige Doppeluniversität in Halle und Wittenberg AMOs Alma Mater. AMO hat hier studiert und Vorlesungen besucht, war hier als Wissenschaftler tätig und hat sowohl in Halle als auch in Wittenberg gelehrt. Was liegt also näher, als das Format einer öffentlichen Vorlesung, einer Lecture zu nutzen, um AMO als Gelehrten ernst zu nehmen
und an sein akademisches Erbe zu erinnern. Diese Geste steht, wie ich zu zeigen versucht habe, im Einklang mit den jüngeren Impulsen der Wissenschaft, die sich zunehmend auch mit dem eigentlichen Inhalt von Amos Werk befasst und nicht mehr in erster Linie nur mit seiner Lebenssituation als Kommentar zur Diskussion des 18. Jahrhunderts über die Gleichheit sogenannter Rassen und dem Übel der Sklaverei. In diesem Sinne bieten die Amo-Lectures bewusst einen Raum für die potenziellen Auseinandersetzungen mit Amos Werk, seinen spezifischen Ideen und Interventionen, die in der europäischen Ideengeschichte viel zu lange untergegangen sind. Gleichzeitig kann meines Erachtens dieser Fokus auf das konkrete Werk Amos und damit auf Amo als singuläre Person nur ein Aspekt dessen sein, was die Amo-Lectures leisten können und leisten sollten. Der gut gemeinte Vorschlag von Stephen Mann und Justin Smith, den historischen Kontext von Amos rassistischer Lebenswelt im 18. Jahrhundert besser hinter sich zu lassen und stattdessen darauf zu achten, was Amo tatsächlich zu sagen hat und wer er war, läuft aus meiner Sicht Gefahr, ebenso einseitig die tatsächlich gegebenen historischen Umstände der systematischen und strukturellen Benachteiligung aus dem Blick zu verlieren, unter denen Amo leben und arbeiten musste. Damit sind wir bei dem zu Beginn beschriebenen Dilemma der heutigen Auseinandersetzung mit Anton Wilhelm Amo angelangt, dass die Person Amos zugleich unterbestimmt und überbestimmt erscheint. Konzentrieren wir uns primär auf das Werk und die wenigen Informationen über die Person Amos, besteht die Gefahr, die größeren politischen und erkenntnistheoretischen Rahmenbedingungen zu vernachlässigen, die sowohl Amos Werdegang als auch sein lange dominierendes Vergessenwerden ermöglicht haben. Legen wir umgekehrt den Fokus vorrangig auf Amo als identitäres Exemplar rassifizierender Strukturen, laufen wir Gefahr, ihm als Person und seinem konkreten Werk nicht gerecht zu werden. Daher scheint mir, dass die Amo-Lectures sowohl ein Forum für die Auseinandersetzung mit Amos Ideen als auch mit seinem Schaffens- und Rezeptionskontext bieten müssen und dass dieses Forum von dem jeweiligen Redner bzw. der Rednerin nach eigenem Befinden genutzt werden sollte. Nehmen wir aber die Möglichkeit ernst, dass nicht nur der konkrete, vernachlässigende Umgang mit der Person Amos im Wissenschaftsbetrieb problematisch ist, sondern vielleicht sogar die Besonderheiten des westlich-europäischen Wissenschaftsbetriebs selbst Teil des Problems sind, dann ergibt sich ein bedeutend größeres Problem. Vielleicht sind die uns bekannten Mittel der Wissenschaft in ihrer heutigen Form nämlich gar nicht geeignet, um die strukturelle Diskriminierung bestimmten Wissens angemessen wahrzunehmen, zu thematisieren und zu vermindern. Vielleicht muss unser gesamter Wissenschaftsbetrieb selbst dekolonisiert und für andere, offenere Formen des Wissens geöffnet werden. Wenn dem aber so sein könnte, was würde dann aus dem uns bekannten Universitätsbetrieb im Allgemeinen und dem Format einer Vorlesung im Besonderen? Wenn sogar das Format der Vorlesung Teil einer eurozentrischen Wissenschaftsformation sein kann, schreiben wir dann nicht vielleicht sogar paradoxerweise mit der jährlichen Organisation einer Amo-Lecture genau die Diskriminierung marginalisierten Wissens fort, die diese Namensvorlesung im Gedenken an Amo doch gerade überwinden helfen will. Diese Möglichkeit stellt ein profundes Dilemma dar. Wie kann die Universität Halle als Alma Mater von Amo an ihn erinnern und die ihr dafür zur Verfügung stehenden Formen, wie zum Beispiel eine Vorlesung, nutzen und dabei zugleich einen erweiternden, grenzüberschreitenden Raum für eine kritische Reflexion der möglichen Begrenzungen eben dieses Wissenssystems schaffen. Die Amo-Lectures versuchen dies, indem sie einerseits am Format einer Namensvorlesung zu Ehren Amos festhalten. Zugleich markieren sie aber andererseits den potenziell problematischen Status des Formats einer Vorlesung, einer Lecture, als Teil der epistemischen Marginalisierung, indem sie den Begriff Lecture durchstreichen und damit die RednerInnen und Zuhörenden einladen, auch die Wissensform der Vorlesung und den Universitätsbetrieb kritisch zu reflektieren. Die Strategie, ein Wort innerhalb eines Textes durchzustreichen, um es als unzureichend und doch notwendig zu markieren, geht ursprünglich auf den deutschen Philosophen Martin Heidegger zurück und wurde später vom französischen Philosophen Jacques Derrida aufgegriffen und weiterentwickelt.
Dieses Durchstreichen, im Deutschen oft Unterlöschung genannt, ist damit natürlich selbst wieder Teil des westlichen Wissensbetriebs und wirft somit rekursive Fragen auf, inwiefern ein sich Befreien von diesen epistemischen Zwängen gelingen kann. Als Format möchten die Amo-Lectures diese selbstreflexiven Fragen nicht beantworten. Stattdessen stellen die Amo-Lectures diese Fragen nur zur Disposition und Diskussion und überlassen es den Vortragenden wie Zuhörenden, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass die Amo-Lectures zu einem Ort für Gedankenexperimente werden können, an dem alternative Weltentwürfe imaginiert, durchdacht und ausprobiert werden können. Weltentwürfe, die mehr oder weniger direkt die Frage mit ansprechen, wie hätte unsere Weltgeschichte gewesen sein können, damit es heute in einem weniger problematischen Sinne möglich wäre, relativ unbedarft einfach nur über Anton Wilhelm Amo und sein Werk zu sprechen. Heute habe ich viel und nur ich über Anton Wilhelm Amo gesprochen. Aber eigentlich war dies aus meiner Sicht nur die Vorrede, die Einführung in ein erweiterndes solidarisches Weltgedächtnis, das, so meine Hoffnung, im Rahmen zum Beispiel der Amo-Lectures einen viel besseren Ort finden kann. Dort gilt es zuallererst für mich und vielleicht auch für viele andere in diesem Raum zu schweigen und genau zuzuhören. Vielen Dank.